Heidiho und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy auch. Im letzten Part sind wir ja da stehen geblieben. Im letzten Part haben wir ja da die Tür aufgemacht und im letzten Part haben wir ja die Tür umgeredet. Das was aber absichtlich war, damit man auch später auf CD3 da die Tieren betreten kann. Und das wird euch noch ein kleiner sehen, wieso ich das gemacht habe. So. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Weg wieder hintergehen und die andere Treppe benutzen, die was wir dafür gesehen haben, beziehungsweise benutzt haben. Weil wir ja da jetzt nochmal durchkommen, dadurch, dass wir ja da in der Mitte die Falltür schon ausgelöst haben. Na, genau. So. So. Ja, also auf CD3 ungefähr kurz vom Schluss kommen da die Tieren benutzen, weil die das komische Gebäude dort nachher nochmal verfügbar ist. Und wieso gehst du jetzt nicht durch? Alter Verwalter. So. Ja. Noch ein Zufallskampf an. Ja, ganz super. Leute, Leute, Leute. So. Ja, komm. Das interessiert uns momentan nicht. So. Na, ah, jetzt geht's. Okay. Ja, jetzt haben wir gerade gedacht, jetzt springt er nochmal auf und läuft dafür. Und ja, egal. So. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, müssen wir jetzt die Szene kommen, wo sein Bein. Hat er passt. Was ist? Mein Bein. Puh, jetzt geht's wieder. Sport ist Mord. Man sollte es nicht überanstrengen. Die Krämpfe waren dann wohl überhaupt nichts anstrengend. Was? Hä? Egal. So. Also, sobald die Zähne jetzt kommen, hab's du mal alles richtig gemacht. So. Ach, wie das Haus das hin und her laufen. Aber ja. So. Okay. Da haben wir ja den zweiten Schlüssel gefunden. Jetzt müssen wir einfach da die Szene aufwärts gehen. Nach dem Zufallskampf wieder mal. Ach, Leute, wie ich die Zufallskämpfe echt mag. So. Ja, momentan müssen wir aus den Kämpfen flüchten, weil ich das von Diablos nicht fertig habe, das 0% Gegner. So. Da sieht man jetzt an Felsen, beziehungsweise den zweiten, werden wir jetzt gleich in der nächsten Szene sehen. Und zwar. Jetzt. So, in dem Fall müsst ihr immer den roten Draht nehmen, also bei dem Dynamit. Was ist denn das? Zwei Lunden, ein roter und ein blauer Schalter. Ein Auslöser für Dynamit vielleicht. Aha. Die blaue Kürzelund ist für den Felsen hier. Und die lange rote für den Fels irgendwo da hinten, oder? Hey, Laguna, willst du etwa Sprengsätze zünden, von denen du nicht mal die Menge weißt? Das passt schon. Wenn wir da. wenn hier der Zünder liegt, heißt es, dass wir hier in Sicherheit sind. Gelle? Mag ja sein. So. In dem Fall müsste es erst einen roten Schalter bestätigen. Wenn es jetzt einen blauen Schalter bestätigt, war der Fels da. Und deswegen werden wir erst einen roten Schalter bestätigen. Hier sind wir sicher. Wir können ganz beruhigt sein. Wow. Ja, was das Spiel mit den Felsen ist, so ersparen wir uns 2 bis 3 Kämpfe, noch ein ganz kurz.
Also bevor der Laguna-Traum aufhört. So, die zweite Tür, die was wir ja dafür umgeredet haben, ist ja jetzt offen. War das aber ein großer Knall. Von wegen, wir können beruhigt sein. Habe ich euch nicht gesagt, man sollte vorher die Menge des Dynamits überprüfen. Das habe ich doch gesagt. Ist doch egal. Uns ist doch nichts passiert, oder? Genau. So, jetzt tun wir einen kleinen Blaumschalter bestätigen. Gleich kommt die Explosion, nichts mehr weg hier. Und jetzt auf einmal können sie laufen, als wären sie vor der Wespe gestochen. So, und jetzt müsste sich die dritte Tür aufmachen. Oder nicht? Es war leise, aber ich... Ja, egal. War das schon die Explosion? Habe ich euch da jetzt nicht gesagt? Hier sind wir sicher. Ich dachte jetzt mal, ginge die dritte Tür auf. Aber ja, egal. Wenn ich mir nicht ganz täusche, braucht man eh leider die ersten Sportchen. Die dritte Tür ist eh nicht so wichtig. So. Bevor wir jetzt aber weitergehen, die ganz kurz noch heilen. So. Ja, ich weiß, ich sollte meine Ausrüstung wieder mal ein bisschen auffüllen. Das werde ich für den nächsten Part machen. Natürlich ausgewählt wieder. So, na, kommt jetzt weiter. Ja, ist klar. Ein Grafikbug und nur ein Zufallskampf. Dann beim Makler überspringen. So. Na, Kim. So. Okay, dann mal gleich den Stand quatschen. Wow! Das war knapp. Das kommt davon, wenn du alles wie ein Kleinkind anfasst. Du sollst nicht so herumzappeln. Ist doch nicht so wild. Seid mir dankbar. Schließlich sind wir den Gegner losgeworden. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gott, bin ich genial. Welche zwei Fliegen? Frag mich nicht. So. Da war jetzt der Vita Point, aber den brauchen wir ja nicht da, also mit dem beim Warteifen. Und ja, die mal. So. So. Damit der nicht so unnütz da rumsteht, also der Traumpunkt. So. Was haben wir da? Ah ja, da kommt man wieder hinter, also da wo wir das alles gemacht haben. So. Selten braucht man nicht, oder? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Dann würde ich sagen, beendet man den Laguna-Traum. Also wenn ich das jetzt gemacht habe, was ich gemacht habe, habe ich 2 bis 3 Kämpfe erspart, ist das etwa... eine aussichtslose Situation? Ja, also wie gesagt, wenn ich das gemacht habe, hab's bis 2 bis 3 Kämpfe jetzt erspart, da mir ja noch unter Level 10 bleiben wollen. Ja, bei manchen ist jetzt eh schon Level 10, aber das habe ich nicht verhindern gekannt, wegen den depperten Zufallskämpfer und ja, egal. Nicht wundern, wieso bei Krios und bei Wart so wenig Schaden macht. Ist auch so, weil da die Kupplungen alles voll strenge sein. So. Na Kim.
Und das war's schon. Seelenschmerz. Phoenixfeder und 2 AP. Seht mal das Meer. Das ist unsere Rettung. Wir können nach Galbadia zurück. Normalerweise nennt man das in der Klemme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt es wirklich untäuschig. Das hat Oma immer gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht deine Oma hat. Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Da schön. Wie bitte? Es war schön, Laguna Kiros, mit euch. Gelbe Karte war, sowas sagt man nicht. Als Strafe gibt's Kaugummi ins Haar. Na, willst du dich rächen? Dann heb deinen Arsch. Boah. Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen. Normalerweise nennt man das Boote. Meinetwegen Boote, wir fahren damit nach Galbadia. Steht auf, jetzt steht auf, es wird alles wieder gut. Das würde ich nicht glauben, aber ja. Ihr seid echt mutig. Normal springt hier kein Mensch runter. Hey, springen, nicht irgend kraxeln. Ja, und damit ist der Laguna-Traum auch schon wieder vorbei. Leider. So. Ah, kommt noch was? So. War das wieder Laguna? Laguna sitzt in der Batsche. Wie soll das... Wie das wohl endet? Für euch scheint es nichts Neues zu sein. Was war das? Wenn nur mir das passieren wäre, könnte ich mir einreden, dass alles ein Traum war. Überlegen hilft nicht. Hilft, glaube ich, nichts. Wir sollten weiter. Okay, los, wir sind ja bald da. Eben. Hör mal, Axel, ich möchte mich für das vorhin entschuldigen. Schon gut. Mhm. Alles klar. Herr Kommissar. So. Mit Kindern hätte es natürlich schon zum Galbadia Garten gehen. Das will ich jetzt auch noch nicht machen. Das will ich erst im nächsten Part machen. Weil ich ausgewinnen hätte das noch mit Diabolos machen wäre. Also die 0% und das Rauben. Also im Großen und Ganzen will ich bis zum nächsten Part alle Kupplungen machen. Also Schatten, HP, Magie und Raubengegner und Trefferkupplung. Also bei allen werde ich mal alles fertig lernen, weil mir das langsam auf den Nerv geht. So. Okay, mache ich an der Stelle wie üblich einen kleinen Cut und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 8 wieder und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.